Zauberin Cassandra, Teil 2. Cassandra und der Zauberschüler. Die Zauberin Cassandra war eine berühmte Gespensterjägerin. Von nah und fern kamen Leute zu ihrem Turm und baten um Hilfe, denn es gab kein Gespenst, das Cassandra nicht vertreiben konnte. Genau genommen wurden die Gespenster nicht vertrieben, sondern landeten in Flaschen, Gläsern, Urnen und Krügen, welche Cassandras berühmte Gespenstersammlung bildeten. Ganz schön weit ist das. Da muss der Herr wohl gemeint haben, eine halbe Stunde mit dem Pferd in gestrecktem Galopp und nicht zu Fuß. Das ist wahrlich ein prächtiger Turm. Der hat 1, 2, 3, 4, 5 Stockwerke. So einen will ich auch mal mein eigen nennen. Was wollt ihr denn? Verehrte Gespensterjägerin Cassandra, ich bitte euch inständig, mich... Könnt ihr nicht lesen? Es ist geschlossen. Kommt wieder, wenn ich die Gespenstersammlung geöffnet habe. Cassandras Gespenstersammlung. Geöffnet Montag, Mittwoch und Freitag von 16 bis 20 Uhr. Was wollt ihr noch immer? Verzeihung, werte Cassandra, ich bin nicht wegen der Gespenster hier. Ich bitte euch inständig, mich als Lehrling aufzunehmen. Ich will auch Lehrgeld bezahlen und ein gelehriger Schüler sein, der euch... Ich hasse es, wenn man mich aus meinem Mittagsschlaf reißt. Und ich suche keinen Lehrling. Und außerdem habe ich gar keine Zeit für einen Lehrling. Ich muss den Boden wischen, die Gläser abstauben, Zauberzutaten einkaufen gehen und... Hallo ihr da. Mein Zauberschüler wollt ihr werden? Seid ihr euch sicher? Laurentius ist mein werter Name. Und wie ich schon sagte, bin ich auf der Suche nach einer Zaubermeisterin. Aber ihr tragt doch schon Zauberstab, Zauberhut und den schwarzen Mantel des Ordens der Nekromanten. Was wollt ihr von mir noch lernen? Nun, es ist so, dass ich genau genommen noch kein richtiger Zauberer bin. Es gab da zwischen mir und meinem Meister gewisse Differenzen. Er verlangte absoluten Gehorsam und seine Befehle waren oft gar sonderbar, sodass ich manchmal einen Widerspruch wagte und das gefiel dem Meister gar nicht, sodass... Er euch rausgeschmissen hat. Nein, so kann man das nicht sagen. Ich habe gekündigt. Diese Ordensmagier mit ihren dummen Regeln, dem dauernden Verbeugen und all dem altmodischen Firlefanz sind doch auf Dauer von keinem intelligenten jungen Mann auszuhalten. Und so dachte ich, dass ich mich in der Gespensterjagd versuchen möchte, die doch ein recht einträgliches Geschäft zu sein scheint. Ihr müsst aber trotzdem die 3 Jahre bei mir absolvieren. Und ich möchte, dass ihr mir hier in der Gespenstersammlung zur Hand geht. Wenn ich verreise, werdet ihr die Flaschen und Zauberbücher tragen. Und den Turm und die Gespenstersammlung werdet ebenfalls ihr betreuen. Aber ich wollte doch die Kunst der Gespensterjagd erlernen. Das gehört alles zusammen. Auch wenn ihr schon Vorbildung habt, so fangt ihr hier bei mir genauso an wie jeder Lehrling am ersten Tag. Selbstverständlich, Meisterin. Ich schwöre, ein folgsamer Schüler zu sein. Und hier ist das Lehrgeld fürs erste Jahr. Aber zuerst mache ich uns einmal eine kräftige Suppe. So wie ihr ausseht, könnt ihr die gut vertragen. Und dann werde ich mit euch in die Stadt gehen, um euch zu zeigen, wo Bäcker, Händler und Fleischer sind. Bei der Gelegenheit kaufen wir dann gleich was Gutes ein.
Cassandras Überraschung war Laurentius ein gelehriger Schüler, der flink jede ihrer Aufgaben erledigte. Und wenn immer Cassandra ihm etwas erklärte, merkte er sich den Zauberspruch beim ersten Mal. Mach doch den Teppich auf und lass ein bisschen Luft rein. Hier ist es doch so stickig drin. Du, such dir doch einen anderen Dummkopf. Wer mag das so früh sein? Guten Tag, der Herr. Ich möchte bitte die Zauberin Cassandra sprechen. Was macht ihr denn hier? Laurentius mein Name und Schüler der Meisterin Cassandra. Was kann ich für euch tun? Ich wünsche, die Zauberin Cassandra zu sprechen. Tut mir leid. Die Meisterin wünscht, nicht gestört zu werden. Was immer euer Anliegen ist, ihr könnt euch damit an mich wenden. Ich werde die Meisterin benachrichtigen, sobald sie Zeit hat. Ein Gespenst geht wieder einmal um. Dieses Mal im Niederwald. Die Fuhrleute machen mir keine Kohletransporte mehr. Ich biete ihr 5 Goldstücke, wenn sie das Gespenst einfängt. Ich werde der Meisterin euer Angebot ausrichten. Und sie möge sich beeilen. Wenn sie sich beeilen soll, dann müssen der Belohnung noch 3 Goldstücke hinzugefügt werden. Ja, dann eben 8 Goldmünzen. Aber ich möchte nächste Woche den Weg wieder frei haben. Aha, ich denke, in diesem Fall werde ich mich selbst um das Problem kümmern. Mir egal, wer das Biest einfängt, wenn es nur binnen einer Woche geschieht. So wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Die Meisterin wird frühestmöglich einen Boten mit der Antwort senden. Wer war das? Ach, nur ein Mann, der die Gespenster sehen wollte. Ich habe ihn auf die Besuchszeiten verwiesen. Dann wollen wir weiter mit dem Zauberspruch üben. Sagt, Meisterin, dieser Zauberspruch, den ich die letzte Woche geübt habe, der fängt doch jedes Gespenst ein? Ja, egal, ob klein oder groß. Gegen Cassandras Gespenster-Einfangspruch kommt kein Gespenst an. Und wenn die Biester im Glas sind, dann kommen sie nie mehr raus. Findet ihr nicht, dass ich ihn schon perfekt kann? Gestern fing ich jedes freigelassene Gespenst sofort wieder ein. Diesen Zauberspruch kann man nie genug üben. Bedenke, dass du den Spruch in jeder Situation richtig sagen musst. Ob im Schneesturm oder in einer kreischenden Menschenmenge. Nur eine Silbe falsch betont und das Gespenst entwischt. Aber bis jetzt habe ich noch kein einziges Mal einen Fehler gemacht. Also, ich fühle mich in dieser Hinsicht durchaus fertig ausgebildet. Fertig? Du meine Güte, ihr wisst doch noch überhaupt nichts. Es gibt hunderte verschiedene Arten von Gespenstern und jedes müsst ihr genau identifizieren können, bevor ihr es fangt. Mir ist einerlei, wie das Gespenst heißt, solange es nur sicher gefangen ist. Nein, nein, das ist doch gar keine richtige Zauberkunst. Und außerdem sind einige der Gespenster heimtückisch und tarnen sich. Ihr wisst doch noch überhaupt nicht, was bei jedem Gespenst zu beachten ist. Aber der Zauberspruch wirkt doch bei jedem gleich. Der Lehrplan geht aber nun mal über 3 Jahre. Ihr seid bei weitem noch nicht fertig. Das macht mir nichts. Wie ihr wisst, darf der Lehrling frühzeitig seine Ausbildung beenden. Wenn er auf die Prüfung und den Titel verzichtet? Also, das sage ich euch. Ihr seid nicht fertig und ihr bekommt keinen Titel von mir. Ach ja, ich werde jetzt losziehen und ich bin euch sehr dankbar für die wundervolle Lehrzeit. Auf Wiedersehen. Aber der Boden ist doch noch gar nicht geschrubbt und das Geschirr nicht abgewaschen.
Ich habe zwar keinen Titel, aber bald 8 Goldstücke und dann noch mehr. Und dann sitze ich bald in einem genauso schönen Turm. Und da leiste ich mir einen Lehrling, der putzt und wäscht und meine Sachen schleppt. So wanderte er, ausgestattet mit einem Rucksack voller Gurkengläsern und natürlich seinem Zauberstab, schon bald in einem dunklen Wald herum. Immer langsamer tastete er sich vor, denn von einem dunklen Wald zu lernen, in dem man sich nicht fürchten sollte, und dann in einem dunklen Wald zu stehen und sich nicht zu fürchten, das waren zwei ganz verschiedene Dinge. Was heißt, den Weg kann man gar nicht verfehlen? Was soll denn das für ein Weg sein, wenn man dauernd seinen Hut verliert? Cassandra hatte ihm eingeschärft, kein Licht zu machen, weil das die Gespenster vertreibe. Und so wurde sein Mut auf eine sehr harte Probe gestellt. Schon wieder? So, jetzt lasse ich mir aber von diesem widerwärtigen Wald nicht mehr meine Laune verderben. Ich bleibe hier und warte, bis das Gespenst kommt. Laurentius tastete sich an den Wurzeln einer uralten Fichte entlang und setzte sich mit dem Rücken zum Baum erschöpft nieder. Was war denn das? Ist es etwa schon da? Na, wenn es mich nur nicht beißt. Es kommt näher, aber ich sehe sein grässliches Leuchten nicht. Hat es sich gar in Dunkelheit gehüllt? Wo ist nur mein Glas? So, alles bereit. Und jetzt den Zauberstab 45 Grad. Ha, es ist jetzt direkt über mir. Blitzgewitter, Krötenbrei, Gespenst, du komm herbei, dass dein Spuk ein Ende hat. Empfang den Lohn der bösen Tat. Komm herbei, denn du bist winzig klein, lebst im Glas und bist jetzt mein. Kaum hatte er zu Ende gesprochen, presste er das Gurkenglas fest zu. Will es mich etwa verspotten? Ich sehe es auch gar nicht in meinem Glas. Verwirrt starrte der Zauberer in die Dunkelheit und horchte an seinem Gurkenglas. Ganz offensichtlich war es leer und das Gespenst noch immer irgendwo über ihm, unheimlich und unsichtbar. Hastig sprach er den Zauberspruch erneut, doch dieses Mal versprach er sich. Zusehends nervöser probierte er es erneut. Er konzentrierte sich und sprach ihn ohne einen einzigen Fehler. Trotzdem wollte das Gespenst nicht in sein Gurkenglas fliegen. Es ist empört ob meines hinterhältigen Zauberspruches. Und jetzt streckt es seine kalten Finger nach mir aus, um mir alle Wärme zu entziehen. Hilfe! Hilfe! Geh weg! Geh weg! Laurentius hatte Angst wie nie zuvor in seinem Leben. Er lief und stolperte, lief noch schneller und stolperte wieder, bis er irgendwann mit Beulen und Schrammen ans Ende des Waldes gelangte. Oh Mann, ey! Laurentius, meine Güte, wie siehst du denn aus? Wo sind dein Hut und dein Zauberstab? Meisterin, das Gespenst, es war unsichtbar. Und dann hat es meinen Zauber gebannt. Ich fürchte, ich habe meine Kräfte überschätzt. Ich kann doch noch keine Gespenster fangen. Würdet ihr mich bitte weiter unterrichten? Komm erst mal rein und iss was. Du bist ja blass wie ein weißes Schreckgespenst. Was ist denn passiert? Es war ein fürchterliches Ungeheuer, hinterhältig und grausam. Sein Schrei ließ mir das Blut gefrieren und der Zauberspruch hatte keinerlei Wirkung. Vielleicht hast du ihn falsch ausgesprochen. Sicher nicht. Ich habe es 3-mal probiert, aber das Gespenst kam immer näher. Gewiss ist es immun dagegen. Das kann nicht sein. Morgen will ich mit dir aufbrechen und mir dieses seltsame Gespenst selber ansehen. Du wirst hinter mir bleiben, genau zusehen und meinen Rucksack tragen. Und so geschah es einen Tag später. Cassandra, gefolgt von einem zitternden Laurentius, ging frohgemut durch den finsteren Wald. Da, es kommt wieder! Cassandra ging ungerührt weiter. Mach den Zauberstab bereit und das Glas, das Gespenst, schnell!
Hilfe! Cassandra! Das Gespenst! Mach doch was! Was? Welches Gespenst? Na, das auf uns zukommt. Hört ihr nicht seinen gruseligen Schrei? Also ich höre kein Gespenst. Da ist es! Schnell in Deckung! Das ist doch nur eine Eule. Seht selber, ich zaubere uns eine Lichtkugel. Die große Eule am Ast über ihnen schloss geblendet die Augen und schrie zornig. Ich war mir ganz sicher, dass es ein Gespenst sei. Aber Laurentius, ein Gespenst klingt doch anders. Wie denn? Das kommt eben ganz drauf an. Das gemeine weiße Schreckgespenst klingt ähnlich. Ungefähr so. Aber das kann man ganz leicht auseinanderhalten, wenn man sich mit Gespenstern auskennt. Ah, was liegt denn da? Ein Zauberstab und ein Hut. Gehört der etwa dir? Es tut mir leid. Der Bürgermeister war da und hat gesagt, er gäbe 8 Goldtaler, wenn ich das Gespenst einfangen würde. Bitte vergebt mir. Ich werde in Zukunft auch ohne jede Klage Boden aufwischen und alle Gläser einzeln vom Staub befreien. Da, der Hut sieht etwas zerrissen aus und der Zauberstab ist verbogen. Aber das kriegen wir schon wieder hin. Und was das Putzen und Kehren betrifft, vielleicht mache ich dich ja in einem Jahr zu meinem Oberlehrling und dann stellen wir neue Lehrlinge an. Ich finde, das Unterrichten macht mir so richtig Spaß. Lektor war Michael Gerdes. Hier einfach rumlekturieren. Also der traut sich.